Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen an alle, die eingeschaltet haben, ja, zum FCG Warm-Up, deinem Online-Begrüßungsdienst der FCG Bielefeld. Schön, dass ihr da seid, jetzt an diesem Ostersonntag. Und ich möchte euch ganz herzlich grüßen mit einem: Der Herr ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden, ja. Auch heute an Ostern haben wir das Warm-Up geplant mit einem ganz besonderen Gast, dem Pastor Paul Liedtke, oder soll ich lieber sagen, der Pastor in Ruhestand Paul Liedtke? Paul war vor Nico hier Pastor in der FCG Bielefeld. Paul, ich freue mich heute von dir ein bisschen zu hören, was du so mit der Gemeinde verbindest und wie es dir so geht, wenn du an die FCG denkst. Aber bevor wir da reinstarten, erstmal an dich die Frage: Wo sind deine Wurzeln und woher kommst du? Das ist etwas schwierig zu erklären, weil ja, ich durch so viele Länder gekommen bin. Gebürte ich eigentlich in Westpreußen, dann nach Deutschland durch Krieg, Flucht und dann ausgewandert nach USA, dann wieder zurück nach Deutschland, nach Berea zum Bibelstudium oder zum theologischen Studium, dann wieder zurück zum Gemeindedienst und dann wieder nach Deutschland, weil ich spürte, Gott hat seinen Weg hier mit mir. Und deshalb bin ich hier. Ja, du hast eine lange Reise. Ja. Lange Reise. Wenn ich da mal ganz kurz nachhaken darf, wie lange warst du in Amerika? Also wie lange hast du dort gelebt? Ich habe meine ganze Kindheit und Jugendzeit dort verbracht, meine Schulungszeit und dann nochmal ein Jahr Gemeindedienst hinterher. Ach, verrückt. Vermisst du es manchmal? Oder sagst du, Deutschland, Amerika ist beides gut, ich bin hier zu Hause? Nein, es ist immer so, wenn man weiß, wo man hingehört, dann ist das gut. Und ich wusste, Amerika war gut, hat mich sehr geprägt, aber gleichzeitig wusste ich, hier ist mein Platz und in Deutschland kann man sehr gut leben. Schön. Ja, das stimmt. Haben wir ja gerade noch vor dem Warm-Up gesprochen, wie gut es uns hier eigentlich geht. Ja, richtig. Ich bin nur noch unter 30. Ich habe dich jetzt hier in der Gemeinde nicht aktiv erlebt. Aber während ich studieren durfte, war der Paul mein Campuspastor. Ich war jetzt nie bei dir mal in der Seelsorge, aber ich durfte dich ein paar Mal predigen hören. Wir hatten uns unterhalten. Von daher, so ein paar Anknüpfungspunkte haben wir. Für mich eine spannende Frage, die sich stellt: Wie bist du zu uns in die FCG Bielefeld gekommen, auch in deinem pastoralen Dienst? Wie hat sich das ergeben? Das war ein deutlicher Weg Gottes. Alles zu erklären wäre zu viel. Aber wir wussten einfach, ein Wechsel steht an. Und es war Gottes einfach Weg, Hinweis deutlich, auch nach Bielefeld zu kommen. Und bei einem solchen Wechsel ist es ja immer mit einer Spannung verbunden, wenn man eine solche Gemeinde kommt, die schon lange da ist, zwischen bewahren und erneuern. Stimmt, und guter Punkt, manche wollen ja nur bewahren, aber dann hat man schlussendlich gar nichts mehr. Andere wollen nur erneuern, verlieren aber ihre Identität dadurch. Und wenn man erneuert, geht es ja auch gar nicht darum, jetzt alles gleich auf den Kopf zu stellen, sondern darum, auch Weichen zu stellen, damit später Erneuerung stattfinden kann. Und das ist hier in Bielefeld wunderbar gelungen durch Gottes Gnade. Stark. Wenn wir jetzt bei dir am Tisch wären, würde ich da gerne nachhaken, auch für mich in meinem pastoralen Dienst. Aber bewahren und erneuern ist ein sehr, sehr gutes Stichpunkt. Das ist ja auch irgendwie diese Spannung zwischen guten Traditionen bewahren, richtig, alten Traditionen abhängen, weg, loslassen, nenne ich sie mal. Aber was war denn so, wie soll ich das nennen? Was war dein Zugang zu den Leuten in der Gemeinde, um sie auch auf die Reise mitzunehmen, vielleicht die ein oder andere Tradition loszulassen und da in Erneuerungsprozesse zu kommen? Ich meine, wir haben festgestellt, dass die Gemeinde sehr viel gebetet hat um Erneuerung. Stark. Ja. Und deshalb gab es auch keine großen Komplikationen, jetzt Dinge zu erneuern, obwohl wir keine Hauruck-Aktionen hatten, sondern es kam eine gewisse Freudigkeit, eine Lebendigkeit und die Gemeinde hat einfach mitgezogen. Schön. Und das ist eigentlich bis heute, die Gemeinde hat eine Atmosphäre ja dadurch auch mitverbreitet. Gott war da und das ist ein Stück bis heute, das prägt auch eigentlich das ganze Gemeindeleben. Und wir stehen immer nur davor und staunen, was Gott gewirkt hat. Ja. Bis heute noch. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Was ist so in diesem Prozess der Erneuerung? Und dann gibt es ja auch immer noch mal einen Prozess, wo du aus der Erneuerung rauskommst, du dich erstmal wieder setzt als Gemeinde, deinen neuen Platz, nenne ich das mal, gefunden hast. Gibt es da so
zwei, drei Momente in deiner, ich nenne es mal deiner Karriere hier in Bielefeld, wo du sagst, da erinnere ich mich mit einer Freudenträne dran? Ja, einzelne Dinge sind ganz schwierig. Es war eigentlich so viel Momentum in der ganzen Geschichte. Mhm. Es gab natürlich viel Äußeres, was dann auch anlag, was erneuert werden musste, sollte. Mhm. Aber das hat sich vieles ergeben. Wir hatten unten umgebaut, noch ergänzt. Mhm. Wir hatten hier vorne das Podium neu erbaut. Und dann ging es aber auch um die, ja, ich sag Organisation auch der Gemeinde. Mhm. Wer ist für was zuständig? Es gab neue Dinge, die dazu kamen. Und die Leute wollten mitarbeiten, haben mitgearbeitet. Schön, ja. Und da musste man nur gucken, wo hat jeder seinen Platz. Und so, dass es gemeinsam in eine Richtung geht. Mhm. Und ich kann nur sagen, wir haben keine Alten verloren, sondern wir haben nur viele gewonnen. Und deshalb sage ich immer, wir sind eine konservative, moderne Gemeinde. Schön. Damit kann ich mich super identifizieren. Sehr schön. Konservativ bedeutet für mich aber jetzt auch nicht immer direkt negativ. Das wird oft auch dargestellt in der öffentlichen Meinung, aber ich sehe es sehr positiv. Nee, konservativ in dem Sinne, was ich vorhin sagte, bewahren. Mhm. Was ist wertvoll? Worauf baut eine Gemeinde? Was ist die Identität einer Gemeinde? Voll, ja. Woher kommen wir? Denn wir können unsere Wurzeln nicht verlieren, wollen wir auch nicht, unsere Geschichte. Denn die alten Geschwister, die haben so viel getan, das Gebäude erbaut und. Und sie sind aber so mitgegangen in dieser Veränderung, wo ich nur sagen kann, jung und alt, wir gehören zusammen. Sehr gut, ja. Generationsübergreifende Gemeinde, ein Stichwort, was im Moment tatsächlich auch man viel wieder drüber redet, weil wir einen Trend hatten, junge, dynamische Gemeinde, Studenten in großen Städten ranholen. Aber generationsübergreifende Gemeinde ist auch das, was die Vielfalt ausmacht. Genau. Die Vielfalt von Gemeinde, die Weisheit, die Dynamik, das stimmt. In deinem Erneuerungsprozess gehe ich jetzt mal davon aus, ich glaube, als du gekommen bist, warst du der einzige Pastor hier, richtig? Ja. Dann hast du irgendwann gesagt, hey, ich brauche eine Ergänzung, wir brauchen Verstärkung. Und dann kam Pastor Nico. Noch nicht. Noch nicht? Nein. Ah, gut. Nee, dazwischen hatten wir einige Praktikanten von unserem Seminar, weil die Gemeinde bis dahin noch nie einen Praktikanten hatte. Und ich bin einer, der gerne für junge Leute arbeitet auch versucht, sie zu fördern. Und ich weiß, wie schwer es ist, wenn man als junger Mann irgendwo hinkommt und alles machen soll und gar nicht weiß, wie. Ja. Und da haben wir zwei Praktikanten in der Zeit gehabt und Nico gehörte auch dazu. Stark. Und ich habe aber auch schon ein bisschen weiter gedacht. Ich wusste ja, wann ich in Rente gehe. Wenn man 65 wird, weiß man das ja. Genau. Und von da habe ich gedacht, wenn dann jemand, der vielleicht auch später in der Lage wäre, weiterzumachen. Mhm. Und siehe da, Gott hat es geschenkt. Das wusste ich gar nicht. Spannend. So erfährt man immer wieder Neues. Auch deswegen sind die alten Geschwister auch wichtig. Die können Geschichte erzählen. Ja, richtig. Okay, also Nico kam als Praktikant quasi. Richtig. Das werden sich bestimmt die ein oder anderen noch dran erinnern können. Und dann hast du einfach gemerkt, also es ist ja immer so ein Spagat zwischen, man spürt auch, wie eine Person drauf ist, wie man harmoniert, also was ganz Natürliches, aber auch irgendwie das Reden Gottes. Kannst du das noch so ein bisschen irgendwie zusammenfassen? Ja, gerne. Wie das war mit Nico? Denn wir hatten damals die Jugendarbeit, hatte sich sehr gut entwickelt und dann spürten wir aber die Jugend lief von 16 bis 22, 23. Mhm. Was natürlich eine Altersspanne ist, die nicht gerade immer so ganz glücklich ist. Mhm. Und deine erste Aufgabe war damals, auch die Jugend, sind junge Erwachsene und auch die Jugend mit Bible Teens und so weiter zusammenzubringen und da auch Differenzierungen vorzunehmen. Mhm. Und ich muss sagen, das ist ihm fantastisch gelungen. Schön. Und da merkte ich schon auch seine Qualitäten und wie er nach und nach auch in die Gemeinde gewachsen ist. Dann kam die Ordination. Und dann, als ich merkte, meine Zeit kommt irgendwann, hatte jemand, und dann fragte jemand, ja, wie geht's weiter, wenn du aufhörst? Ja, ich sag, dann kommt ein neuer. Und da merkte ich eine Unsicherheit und dann dachte ich, nein, das darf nicht nochmal in der Gemeinde passieren. Okay. Und zwei Jahre, ehe ich aufgehört habe, haben wir Nico gefragt, ob er nicht weitermacht. Schön. Denn wir wussten, wenn Nico meine Position übernimmt, muss jemand seine Position als Jugendleiter übernehmen. Und deshalb kam Josua dann später und so ging das Stufe für Stufe weiter. Schön. Also
für, wenn ich das mal so gerade ganz persönlich sagen kann, für mich ein sehr, sehr starkes Vorbild auch einfach, weil es ist immer die Frage, wie gebe ich ab, wie geht's weiter, ja, den Staffelstab weitergeben und dann schön zu hören, dass hier bei uns in Bielefeld das auch so gut gelungen hat, wir jetzt ein tolles Team haben mit Nico, Josua, Annika, Stefan, ich darf Teil des Ganzen sein, die Gemeindeleitung, natürlich alle, die jetzt auch sich ehrenamtlich eingeben, die einfach Teil sind hier in der Gemeinde, Seelsorge empfangen, Heilung empfangen, es ist eine schöne Gemeinschaft entstanden. Und das freut mich sehr. Wenn ich da jetzt ganz kurz einmal einhaken darf, was sind so zwei, drei Dinge, die du an Nico besonders schätzt? Ja, seine Bodenständigkeit, ganz klar. Und er ist ein sehr strukturierter Mensch. Das stimmt, ja. Sehr strukturiert und bodenständig. Und deshalb, er ist ja nicht der, der jetzt große die Begeisterung von wer weiß wo. Aber das muss nicht immer da sein, denn das wird durch andere ergänzt, durch dich und Annika und einige andere und auch in der Gemeinde. Aber wichtig ist, dass die Führung ganz klar ist, wo man sich orientieren kann. Und er ist ein sehr guter Bibellehrer und ich bin heute dankbar, dass ich Mitglied der Gemeinde sein kann und dass ich einen so guten Pastor habe. Toll, das ist auch nicht selbstverständlich. Nee, das nicht immer. Da spare ich mir die Frage, wie es sich für dich anfühlt, jetzt auch einfach nur Teil zu sein. Du hattest ja schon gesagt, sehr, sehr gut. Aber so, um die Reise mal so ein bisschen abzuschließen, ich hatte es eben schon erwähnt, den Staffelstab abgeben, als es dann so gegen Ende ging. Was war, so wie ich es jetzt raushöre, für dich ein Prozess, wo du sagst, der war jetzt nicht so schwer? Also wahrscheinlich schon mit einem Schmerz und Trauer verbunden, positiv, aber das Abgeben, das Weitergeben, wie hast du das für dich empfunden? Eigentlich entlastend. Sehr schön, ja. Nein, weil wir hatten es lange im Voraus geplant und fast ein halb Jahr, ein Vierteljahr, ehe ich aufhörte, hat Nico schon mein Büro übernommen und wir hatten ja Jahre vorher schon zusammengearbeitet. Ich bin in sein kleines Büro gezogen, er in das größere. Er hat die Sitzungen schon geleitet und von daher ging das so nahe. Plötzlich war ich weg und die Gemeinde hat es gar nicht mitgekriegt. Oh, spannend, spannend. Nein, das war einfach schön für mich, entspannend, weil ich wusste, die Zeit ist da und ich wollte auch nicht mehr. Arbeit gab es ja noch genug, ich war ja noch viel tätig, das weißt du ja. Aber die Last der Verantwortung, die brauchte ich nicht mehr tragen. Und da bin ich dankbar, dass ein gutes Team da ist. Sehr schön, das freut mich. Schön. Auch, also ihr merkt, ich wiederhole mich, aber es ist so wirklich bereichernd, das von dir zu hören. Weil, wie gesagt, das ist, was wir lernen an der Bibelschule. Hey, wenn du eine Gemeinde leiten darfst, wenn Gott dich einsetzt, vergiss nicht, du bist nicht Jesus, sondern du gehst irgendwann und dann muss der Laden weiterlaufen, weil Gott ist es Gottes Gemeinde und wir sind seine Diener im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher wirklich danke fürs Teilen, für dein Beispiel. Vielleicht, wir geben uns jetzt ein bisschen auf die Zielgerade. Wir haben ja jetzt eine Zeit, wo wir uns nicht in der ganzen Größe treffen können. Aber trotzdem merken wir als FCG Bielefeld, dass wir viele neue Leute auch übers Internet bekommen. Und auch Nico sagt immer wieder, hey, wenn ich in die Gemeinde komme, da sind manchmal so viele Gesichter. Ja. Also zum Beispiel letztes Jahr in der Zeit September, Oktober, wo es so ein bisschen mehr wurde, wo wir mehr konnten, waren ganz viele Menschen da, die wir gar nicht kannten. Gut, ich sowieso nicht, weil ich war noch nicht so lange da, aber auch das Team. Das stimmt. Und jetzt meine Frage an dich, du siehst die Gemeinde, wo Gott dich hineingestellt hat. Du kennst mehr als ich, viel, viel mehr. Du kennst die Gesichter, du kennst Schicksale, du kennst positive wie negative Schicksale. Aber wie geht's dir, wenn du diese Mischung siehst aus Leuten, die noch da sind und treu sind und auch festhalten, die du schon begleitet hast, aber auch die ganzen neuen Gesichter? Was macht das mit dir? Eine unglaubliche Freude. Weil ich sage, wenn eine Gemeinde gesund ist, wird sie auch wachsen. Und gerade jetzt diese Krise, die wir doch haben, die ganze Pandemie-Geschichte, zeigt aber auch, wo Wurzeln sind, zeigt auch Werte. Und diese Werte sind ja interessant für Menschen, die keinen Halt haben. Und von daher die ganze neue Medien. Ich bin einerseits froh, dass ich nicht machen muss, weil das ist ein ganz neues Kapitel. Ja. Aber gleichzeitig gut sie zu nutzen, denn es geht darum, Menschen für Jesus zu geben. Das Reich Gottes muss gebaut werden, denn Jesus lebt. Sehr schön, sehr schön. Genau, wenn eine Gemeinde gesund ist, dann wächst sie. Dann wächst sie. Können wir uns, glaube ich, da können wir Gott für dankbar sein. Schön, schön, Paul, dass du Zeit gefunden hast, heute hier zu sein, ein bisschen zu erzählen. Vielleicht als kleinen Abschluss jetzt, wenn du so... Du siehst so auch mit deinem seelsorgerlichen Herzen, was du hast, so du bist so für die Menschen da. Wenn du so diese Zeit siehst, was brennt dir besonders auf den Herzen als ein
Tipp, als einen Ratschlag für uns, die wir jetzt hier sind, was wir nicht vernachlässigen sollten, jetzt auch in der Zeit? Schlicht und einfach, dass man niemanden übersieht, egal woher er kommt, was er ist und wie er ist. Immer den Einzelnen im Blick zu haben, das sehen wir bei Jesus sehr deutlich. Er hat immer die Einzelnen, er hat von Massen gepredigt und doch hat er immer die Einzelnen gesehen. Und das ist für unsere Zeit noch wichtiger. Wir haben alles zur Verfügung, aber der Einzelne, der braucht den Nächsten. Und wir brauchen einander. Und wir haben Jesus in uns und mit uns und er möchte uns helfen. Sehr schön. Paul, vielen Dank für deine Worte. Danke. Es ist ein schönes Zeugnis, was Gott mit uns als FCG Bielefeld getan hat und darüber hinaus, was Gott hier in Bielefeld den Gemeinden geschenkt, in Ostwestfalen, in Deutschland, auf der ganzen Welt, wie Gott immer noch sichtbar ist, kraftvoll ist, weil er heute auferstanden ist, weil er heute gezeigt hat, dass der Tod besiegt ist, dass alle, die an ihn glauben, Ewigkeit erfahren dürfen. Vielen Dank, Paul. Gerne. Schön, dass du da bist und wir wünschen dir einen gesegneten Gottesdienst. Ja, wir feiern nicht nur Auferstehung, sondern auch Taufe. Heute haben wir Taufe. Also hol dir gerne noch einen Kaffee oder einen Tee, trommel alle Leute in deinem Haus zusammen und lass uns diesen Gottesdienst feiern zur Herrlichkeit und zur Ehre Gottes. Und schön, dass du da bist. Und wir wünschen dir einen schönen Gottesdienst. Ebenso. Mach's gut. Tschüss.